Oh, ich hab den Punkt. Nice. Mann. Nein! Ich glaube, jetzt das Aas war jetzt Punkt von der Anzahl her. Albern. Überdreht. Bisschen mager, würde ich sagen. Ja. Jetzt zwang ich halt hier wie Olef und so. Olef, Chilcho, Alpha Banane. Grüße gehen raus an euch. Get up, down for the face and sound. Und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Gepflichtenrunde Let's Play GTA 5 Online zusammen mit unserem Gastgeber Anime-Fan, der aktuell auf Twitch am Stream ist. Mit auf dem Teamspeak haben wir noch die liebe Anna sowie den Witness. Hallöchen. Hallöchen. Yo. Oh. Hallo. Yeah. Halbe Stunde Challenge. Anna hat eine Stunde 20 Challenge aus. Für Pros. Für Noob stand da 21. Ich glaube nicht, dass Anna ein Noob ist. Die hat ja mehr gelernt. Amazon hat schon mal geliefert, Ares. Tja, schön. Bart und Anna machen Giga-P. Meine ganzen Kartons. Natürlich, ich bin Umzugshelferin. Energies. Dankeschön, damit komme ich nämlich dann da durch. Gerne, kein Problem, ich habe auf dich gewettet, ich mache dir den Weg. Guck mal nach oben, Ares, guck mal nach oben. Lieber nicht. Das Farbkonzept ist schon dezent. Nimm mir das Schwedisch, Ares, dann hörst du mich. Weißt du, was auch Huh ist, dass ich gerade dich sehe hinter mir. Boah. Endlich hast du mal was Schönes im Rückspiegel. Nee, mir kam es kein Gebilde. Extra vorgelassen, dass ich dich sehen muss. Wir haben Kapusten, ist der Sack. Die Ente ist eingebildet, Witness. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich hatte schon. Er hat die Schwanz gemacht. Wieso fand ihr alle da links? Wieso fand ihr weil, darum. Ah, Bums. Schmutz! Ich wäre auch fast. Doppelt gebaut, Schmutz doppelt gebaut. Ja, und ja! Ares, am Ende wollte er den Typ reinflippen. Ich weiß. Da habe ich aber dezent verkackt. Ja, einfach der Cool-Join-Spirit und danke, darfst du hoffentlich im nächsten Mal dabei sein. Ach so, okay. Nein, zwei. YouTube ist auch Schmutz. Auch wenn man doppelt gebaut hat er nicht gut, Freunde, der Schwede. Perfekt angekommen. Darauf baue ich erstmal Energy. Cheers. Wo ist die Ausfahrt? Lass mich raten, mit einer komischen Ente drauf. Naja. Nein! Yo. Ey, ist einer echt in die Tube reingekommen? Ja, ich fahr gerade in der Tube, aber. Oh, da ist ein Aussortierer drin. 120 Minuten brauchen wir höchstens, weil das Ding nicht gut gebaut ist, so. Hey, warte mal, da war ein Loch drin, aber wir hätten da nicht lang gemusst. Wo hätten wir denn lang gemusst? Anna, ich bin durch das Loch, weil ich dachte, da geht ein Wallride weiter. Oh Mann. Du hättest dich erstmal drehen müssen. Ich hab den Flip schon wieder. Man muss sich da drehen? Ja, mit dem Aussortierer in der Tube. Safe, ach, aber ja. Ich kann doch sowas nicht. Doch, doch, kannst du. Nein! Im Gegensatz zu mir hast du es wirklich schon mal in die Tube reingeschafft, ja. Oh, oh Gott. Ja, es bringt mir wirklich sehr viel. Mit Curbs. Ja, das ist ein Anfänger, kann man fast. So, jetzt habe ich es auch mal reingeschafft. Hier ist ein Aussortierer drin, Ares, gegenfahren und dann andersrum raus zu einem am Ende. Wie macht man denn das mit dem Aussortierer? Müssen wir mal die Theorie erklären. Ich fahre immer vorne gegen... Dann rückwärts und dann von rückwärts nach vorwärts drehen. Das ist einfacher als von vorwärts auf rückwärts. Oder du drehst halt, ich fahre schon rückwärts, Ares. Ist hier im selben überlassen an, das ist der Vorteil. Ja, das ja. So. Ja. Schau oben raus. Oben kommt ein Flip. Und dann kommt da vorne der Punkt. Aber jetzt kein Schmutziger, der Flip ist nach oben gerichtet. Wunderbar. Jo, aber Ares, unser Fluch ist wieder dabei. Ja, einer schafft es. So muss das, so muss das. Jetzt kommen wir an die Mimimi-Stelle von Witness, weil wegen Curbs völlig schon. Alles klar, der Speed zündet nicht. Jetzt wird's interessant. Aber ich bin auf Witness-Seite, Curbs außen finde ich auch ekelhaft. Finde ich auch nicht so geil, muss ich sagen. Hab Anime nicht auch eine zu zweit gespielt vorher schon, also. Aber der Punkt war ja easy peasy, meine Herren. Meine Herren, wenn man sich nicht drehen müsste, hätte ich es bestimmt schon. Aber es schaffen, Anna. Ich muss mich drehen und dann oben raus, richtig? Ja, ganz oben. Okay, das ist jetzt ein bisschen albern, ne? Hin und her fahren oder was ist das hier? Ja. Wow. Und das ist der nächste Punkt, Freunde. Ja. Hi, Ares. Hi. Darf ich mit Bambis Bällen hier spielen? Mach doch. Ne, Map broke. What?
Ja, ihr seid jetzt an der Stelle, die broke ist. Am Ende der Spirale ist eigentlich ein Speed, mit dem du die Sprungweite erreichen solltest, was aber nicht passiert, weil der Speed nicht auslöst. Cool. Ich bin schon mal gespannt. Oh, scheiße, ich muss erstmal flippen. Ich bin da mit Vollgas jetzt schon zweimal drüber. Zweimal nichts. Zweimal muss man flippen, da ist die Spirale. Okay, okay, schauen wir uns das mal an. Ich finde die Auffahrt auch so kacke. Das ist echt blöd hier. Silver Storm, du musst gegen die Aussortierer fahren und dich umdrehen quasi gesehen. Halt jedes Mal. Ja, ich weiß was, Witness meint. Okay. Ne, das war's. Dreimal geht's nicht, tschüss. Ja, das war der. Wow! Geil. Okay, das ist die Tube. Also die Spirale. Ich schau mal. Also sagt Vollgas. Das ist doch nervig, sowas. Jetzt wieder. Ey! Witness, komm mal! Ja! Hä? Nein! Fick! Er will mich verarschen, bei ihm zündet die Kacke, ja, nö. Hast du ihn oben oder unten genommen, den Speed? Er ist oben, dann unten und der erste Versuch war Mitte. Okay, bei mir hat er sofort gezündet. Wo hast du den genommen? Ich weiß nicht mehr. Ziemlich weit oben auf jeden Fall. Ich wollte nach oben abspringen. Und das war der Fehler, weil ich nach oben gesprungen bin, war ich sehr hoch. Oh. Ich probiere jetzt, also nö, da tue ich mich nicht an auszuprobieren, wo der scheiß Speed sitzt. Entweder ist jetzt so, dass er immer triggert oder ja nicht. Na, normal ja. Zu weit oben tut das nicht. Fährt doch mal genau mittig, Freunde. Ey, ist das Much. Sowas ist, ja. Ja, nicht weiter nicht. Aber guck mal, ich habe ihn ohne Speed gefunden. Was ist mit euch los? Ich habe euch meinen Speed bekommen und bin weit genug geflogen, Witness. Als ob. Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Random Speed, Schmutz. Wow! Oh nein! Oh, sowas mit dem ja, fick dich doch. Okay, da muss ich außerhalb bleiben. Oh, meine, mir wird geschrieben, okay. Erstmal Minigames, etwa. Schon wieder, Ahrzeit. So, jetzt habe ich ihn auch unten. Chris schreibt noch ein neues Tabak, ist er schon. Okay. Nö. Der Speed ist aber noch nicht vernünftig rangesetzt. Das sieht man sehr schön in den Aufnahmen. Nach oben reicht der nämlich weiter nach hinten. Soll man das Auto denn drehen? Oh, der vom Einfachen dreht sich so scheiße in der Luft. Ah, okay, Chris. Scheiß Ding. Geht ja als eins der bugfreiesten Spiele, die es gibt. Fuck you! Ich drücke nach rechts und der dreht sich links rum. Was ist das mit dem? Wie dreht sich vom Einsatz in der Luft? Total behindert, Alter. Ja. Noch ein Punkt Medimap zu quitten. Ja, ich will das jetzt so machen. Ey, hehehehe. Die Maps haben wir nicht. Ich war nicht so gewollt, Freunde. Oh. Okay, ey, das ist ein riesiger Teleporter, ja moin! Ja, nächstes Mal haben wir auch, Freunde! Formel 1 Auto wieder, okay. Und ich habe eine Frage, warum das gefällt mir. Hier oben ist ein Teleporter. Das ist der Punkt, Mann. Alter. Ja, okay, ich oben check's einfach, auch. Ich kann das einfach nicht mit in der Röhre drehen, egal wie oft ich da hinkomme. Keine Chance. Wow! Ja! Okay, habe ich den Ego durch ein, Freunde. 1, 2, 3. Ich hätte noch ein paar mehr Verwandlungen hier hingebaut. Ja! Puh, das wird aber ekelhaft. Puh. Oha, okay. Ja, wenn du oben dran kommst, fliegst du ab, Ares. Jo, ist aufgefallen. Nein! Ist aufgefallen. Check's nicht. Hä, was soll denn das? Anime, hast du's? Ich bin gerade dran zum ersten Mal. Ja, noch härter kannst du mir das nicht aufbauen. Ja. Der Mapperbauer. Nein! Nein, wohin? Der kann halt einfach nicht Maps bauen. LOL! Und auch wenn du in die Spirale kommst, fahr oben. Fahr unten mit fest voll in die Mauer rein. Ich kam noch nicht dran. Man muss. Du viel, falls du hinkommst, Ars, als Tipp. Sprache nach oben ziehen. Oh, Mann, ey. Ich bin froh, dass ich mich verlassen habe. Echt böse gebaut.
Nein! Man muss aber echt schon genügend Speed mitnehmen, damit man da ankommt. Ja, zünd doch den Boost. Ja, der ist mir gerade auch wieder eingefallen. Boah, ich hab den Punkt. Nice. Mann. Nein! Ich glaube, jetzt war der letzte Punkt von der Anzahl her. Albern. Überdreht. Bisschen mager, würde ich sagen. Ja. Jetzt fang ich an hier wie Olef und so. Olef, Schilchow, einfach Banane. Grüße gehen raus an euch. Halbe Stunde Challenge. Was für ein Noob ist denn der Map-Erbauer, bitte? Hä? Was wird das denn? Der Map-Erbauer ist ungefähr so gut im Fahren wie dann beim Bauen. Ja, eben. Ja. Ich hätte noch ein paar mehr Spiralen hier angesetzt. Erinnert mich an meine erste Bauphase. Ehrlich, habe ich auch gemacht. Weil das so witzig und innovativ ist und so. Und ja, ich disse auch meine eigenen Werke ganz gerne. So, was kommt jetzt hier für einen Much? Ich glaube, ja, er fällt runter. Oh Mann. Hallöchen Jordan. Klar, man fährt 5 Jahre, muss dann am Ende nochmal eine Koralle zeigen. Hätte ich eigentlich von alleine drauf kommen können. Alles von vorne. Ja. Geil. Oh Junge, die Schere. Hey, Junge, der hat alles sehr hart gebaut. Ich frage mich ja eh, warum man die eine Schere gebaut hat, dass man über die einen Wallride fahren muss. Nein! Und vor allem mit der schönen Härte, die du drüber fahren musst. Ich weiß, wie dreht man sich? Wie? Bist du immer noch bei der Tube? Ja, natürlich! Du fährst vorwärts gegen am besten. Hä? Es ja, und dann prall ich ab wie ein nasser Sack und fall nach unten. Du musst richtig schön. Nee, also doch. In der waagerechten, ne? Ist dir schon klar. So. Ja, schon. Oh, diese Stelle ist sowas von Muck. Und aber langsam auch nicht, gegenfahren. Genau, fahr nicht zu schnell dagegen. So, und dann bist du im Rückwärtsgroove. Und dann. Okay, das muss ich erstmal versuchen. Und danach muss ich. Arsch oben oder Arsch unten? Oben. Der Arsch muss auch oben weg. Genau. Ah, gut zu wissen. Schatz, du bist gerade da, ne? Schreib mir mal bitte schnell ein Memo für die Trainingsmap für Anna. Dass ich sowas mal mit reinbaue. Wie zur Hölle soll das funktionieren, Ares? Vergehst du vom breiten Modell auf das dünne wieder auf und der bleibt da hängen, als ob da eine Mauer wäre. Ich hab mich nach hinten gelehnt. Anime-Fan, dein neuer Name ist Mauer-Fan. Ah, cool. Besser als wie Mii-Aim. Ich hab die Korelle verkackt. Boost brauch ich ja vorher schon mal auffahren, Jordan. Ich brauch hier den Boost, um überhaupt dran zu kommen und hier zu halten. Hauptsache ich verkack die Koralle, Alter. Wie bitter ist das denn bitte? Oh, das ist ärgerlich. Das ist nicht nur ärgerlich, das ist übertrieben peinlich, hallo. Oh, zurück den von dir, Freunde. Ich lange um. 1, 2, 3. Puh, endlich. Junge. Arsch, wie war es nochmal? Arsch muss nach oben, richtig? Ja, genau. Arsch ist auch. Ja. Jetzt muss ich erst nochmal da reinkommen. Ich finde aber die Auffahrt schon so kacke. Ich verkack meistens einfach die Auffahrt. Das wäre eigentlich auch mal eine Stream-Idee, Anna. Was hältst du davon, wenn wir mal gemeinsam streamen, wie ich dir deine Trainingswelt baue? Ja, was habe ich davon? Dass du sagen kannst, was, wo du Schwierigkeiten hast, was du trainieren willst. Du, Otto. Siehst du doch, immer da, wo ich rum muss. Ja, das also ist überall. Also überall, ja. Ja, richtig, weißt du Bescheid. Wow. Ganz am Ende müssen wir, die ganze Spirale müssen wir noch. Oh ja. Ich habe aber noch keine Ahnung, wo ich dann hin muss, ne? Beim ersten Sommerkind, den wir flippen aus, geht der Wallride weiter. Achso, lul. Ja, Hauptsache man fährt das mal 10 Jahre. Oh Gott. Ja. Ja, das tue ich. Deswegen ist es wohl halbwegs doppelt gebaut beim Koralle machen, oder? Ja, Handy. Geht so. Also ich habe da noch nicht einmal die Koralle hingekriegt und man fährt halt 5 Jahre dahin, ne? Was ist das eigentlich, Looping oder was? Ist das ein Wallride? Das ist ein 180er, würde ich sagen. Muss wahrscheinlich erst einmal sehen, um das Ganze zu verstehen. Ziemlich jämmerlich übereinander gelegt hat, der Braunschweiger. Schwede, Entschuldigung. Aber der hat wenigstens die Spiralen so zusammengesetzt, dass hier keine Sprünge drin sind. Das muss man ihm schon mal ein bisschen zu gut halten. Der Weg nach unten ist nicht gleich der Weg nach oben. Hm, was ist jetzt denn passiert? Ah, okay, da.
Also wir müssen ganz den Scheiß erstmal dann wieder zurück, Anime, oder was? Sah so aus. Nein, er hat die Koale. Du hast die Koale aufgekackt? Kann man da nicht die Arschdrehung machen, Ares? Ja, kannst du. Kannst du. Ist nicht vernünftig doppelt. Können kannst hier, du. Hier, beim ersten Sommerkind siehst du die Abfahrt, wenn du drüber flippst, Ares. Wo ist der Aussortierer? Nein! Jo. Jetzt nochmal, endlich. Ja, gut, Korall, easy. Ich glaube, Kinderfinder möchte auch einen Timeout haben. Meinst du, er möchte mit den Händchen halten im Mörchen laufen? Ja, ich denke auch. Coole Sache. Oh, ich bin rückwärts. Geil. Kann ich jetzt nochmal gegen den Aussortierer? Nee, das bringt nein, nichts. Nein, brauchst du nicht. Du musst dich selber drehen. Aber die Drehung von rückwärts auf vorwärts ist leichter. Ja, aber nee, ich bin einfach runtergefallen, wie es gemacht hat. Haben, Kinderfinder. Oh, Sarah, geil. Okay. Gute Frau. Warum hat es jetzt nicht. Muss ich da schnell sein dafür oder auch langsam? Ich mach das immer in Fullspeed rückwärts, ist ja nicht sonderlich schnell. Ich würde sagen, Vollgas rückwärts, wenn du merkst, dann einfach nach oben das Auto rumziehen. Weil ich ja immer ins erste Mal geschafft habe, rückwärts zu fahren. Jetzt bin ich dir nochmal da, warte. Was da und dann fährst du oben raus. Wenn du wieder vorwärts bist. Ja, dann machen wir mal langsam. Dann schaffst aber du auf den offenen Tube, das heißt, du musst gucken, wo die offen ist, dann hochziehen danach. Dann kannst du um den drei Felder. Okay, jetzt verkackt. Oh, ja, schade. Ja schon wieder an den Aussortierer ranzufahren. Sozusagen. Bildung. Raus gucken, Spit, ob du PC-Spieler bist oder PS4-Spieler. Ich habe jeweils eine andere Crew für dieses Thema. Damit die Crews nicht so voll werden von also beiden. No joke, ne? Nur weil ich jetzt zigmal die Drehung verkackt habe, bin ich nicht Erster. Ja, rein mit dir, Nico. Rein mit dir, Nico, sonst fahre ich halt erst. Komm, Nico. Bei Fuß, Nico, du hast 3 Sekunden. Willst du dich, Nico? Wuff, wuff, Mann. Er will nicht. Okay, danke schön, Nico. Da kann ich sagen. Erster Platz, richtig verdient! Jetzt könnt ihr ja bei mir gucken, wenn ihr im Ziel seid, ne? Ladies and Gentlemen, damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, droppt doch mal eine positive Bewertung, würde mich sehr freuen. Aber ganz ehrlich, die Challenge Time war ja wohl mehr als mager, ne? Also, wenn die Optik mal was schaffen? Nein. Nein. Grüße gehen raus an die Losers, ne? Ihr wisst Bescheid. Jetzt nicht. Jetzt nicht, okay. Leute, checkt unbedingt die Kanäle von ihm Anime-Fan ab. Unten in der Videobeschreibung ist der gute Mann verlinkt, genauso wie diese Prachtmap zum selber zocken. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Ciao, ciao!